Leute, willkommen zu einem neuen Schlerthutz-Vlog. Wir melden uns zurück und dachten, wir machen heute mal wieder einen Vlog. Ja. Genau, der kann sich jetzt über Monate erstrecken, weil wir wollen halt immer nur filmen, auch wirklich irgendwie was passiert, auch wenn jetzt nichts Großartiges passiert. Ich habe gerade Semesterferien, also bei mir geht nicht viel außer ein paar Praktikas. Ja, Mona hat jetzt schon 2 Wochen ihr Praktikum in der Schreinerei gemacht, Leute, ich habe hart gewerkt. 8 Stunden am Tag, das war immer eine ganz neue Erfahrung. Es war wirklich, also körperlich war es anstrengend so, aber es hat irgendwie total Spaß gemacht. Eigentlich wollten wir euch auch da mitnehmen, aber es hat sich halt auch nicht ergeben. Deswegen dachten wir, filmen wir jetzt einfach mal, fangen einfach hier das Video mal an und schauen, was dann passiert. Und zwar ist heute der Plan, wir haben heute Samstag. Das Wetter ist eigentlich ganz gut und wir gehen in die Innenstadt, also in Nürnberg in die Stadt einfach rein. Wir wollen ein bisschen die Gegend erkunden, weil wir waren jetzt noch nicht echt viel, noch nicht außen wegen Corona und so. Wir waren immer ein bisschen bei uns in der Umgebung spazieren. Ja, aber jetzt ist Frühling, Leute. Yes. Und letzte Woche waren wir auch schon ein bisschen draußen und haben was entdeckt und heute haben wir jetzt wieder uns ein Gebiet ausgesucht, was wir mit Papa wollen. Und wir hatten auch Bock, uns mal irgendwie ready zu machen, anzuziehen, so Nägel lackieren, also das typische Girlburg-Rahmengefühl. Man fühlt sich wie auf einer Reise, als würde man jetzt rausgehen und auf, was ist ich, in den Parks gehen, Second-Hand-Shops, Restaurants. Ja, nur dass alles dicht hat, aber wir laufen einfach rum, um ein bisschen irgendwie was zu machen, bevor wir einfach nur in der Wohnung sitzen. Und das ist auf jeden Fall heute der Plan. So Leute, wir laufen jetzt gerade ein bisschen hier rum durch die Straße und haben jetzt so ein Eiscafé entdeckt, wo die selbstgemachtes Eis machen. Und die suchen sogar jemanden, also vielleicht könnte Mona da ja auch anfangen. Und nebendran macht noch so ein Vintage-Kilo-Sale oder ein Shop auf. Leute, das habt ihr analysiert, dass sie jetzt auch aufmachen oder was? Oder vielleicht ist ja der gleiche Eingang, kommst durch die Eisdiele da rein. Dann kann Simone vielleicht ja mal überlegen, ob sie hier so ein bisschen Nebenjob macht. Ach, hier ist der Eingang. Ach stimmt, das sind die 2 Eingänge, ne? Geil, lol, Spatsche von alles. Halbtags da, halbtags da. Hi Leute, heute ist dann nächster Tag. Genau, wir haben gestern nicht mehr gefilmt. Dachten, wir nehmen euch so richtig geil in der City mit und zeigen euch, was wir machen. Aber wir haben eigentlich nichts Besonderes gemacht. Die Ecken waren auch echt geil. Wir waren in echt nicht schönen Gegenden unterwegs, beziehungsweise waren ja einfach nichts Besonderes. Und, und es war echt kälter als gedacht. Ja, nee, wir waren viel zu kalt angezogen, haben auch echt gefroren so. Keine Ahnung. Was wir uns gedacht haben, I don't know. Leute, wir sind Sonnenschein und denken, es ist 20 Grad und man kann nur ohne Jacke raus. Solange die Sonne scheint, denken wir, es hat 20 Grad, aber nee. Naja, auf jeden Fall, Leute, können wir euch kurz erzählen, was wir heute gemacht haben. Und zwar bin ich gestern Abend noch zu unserer Family nach Hause gefahren, einen Strubbi besucht. Also ein Hund. Ja, das wisst ihr jetzt mittlerweile eigentlich, dass Strubbi unser Hund ist. Dann abends habe ich eigentlich nicht mehr viel gemacht. Dann war ich heute mit meinen Eltern auf einer Fahrradtour zur Eisdiele. Geil, Leute, das hat ja auch die Eisdiele letztens erst wieder aufgemacht. Genau, dann waren wir da bei der Eisdiele und dann sind wir nach Hause, habe ich mir was gekocht und dann bin ich noch mit Strubbi Gassi gegangen und dann war der Tag eigentlich auch schnell gelaufen. Ja, und ich war heute eigentlich nur... Kannst du mal weniger Handy zocken, Spatz? Ich war heute, war ich mit meiner Schwester, waren wir ein bisschen Skateboard fahren. Also wir haben es getried so. Und danach war ich dann noch alleine spazieren und wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken, aber irgendwie hatte nichts offen. Und dann bin ich einfach wahllos durch Nürnberg gelaufen. Genau, die Kamera ist gerade abgebrochen. Wir haben absolute Kameraprobleme hier mit der Speicherkarte. Gibt ständig irgendeine Störung hier. Die sitzt auch schon 4 Jahre alt. Die sitzt 4,5 Jahre. Unsere ganze YouTube-Karriere existiert diese Kamera hier. Und es gibt vielleicht langsam einen Geist auf, aber vielleicht liegt es auch noch in der Speicherkette. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wollten wir beim Licht ein bisschen besser aufpassen, damit es nicht so dunkel aussieht. Mhm. Weil es sieht aus, als wären wir in so einer Gruftihöhle. Und deswegen stellen wir jetzt ein paar mehr Lichter hier auf. Ja. Genau, und wir haben jetzt Lasagne gekocht. Also ich habe jetzt Lasagne gekocht und das zeige ich euch dann gleich, genau wie es ausschaut. Leute, ist das nicht ein veganer Traum von Lasagne? Hammer. Die lassen uns jetzt schmecken. So Leute, man denkt zwar, jetzt ist der gleiche Tag, weil ich immer noch das gleiche anhabe. Aber es sind schon mal ein paar Tage vergangen. Und wir wollen ja eigentlich nur filmen, wenn wir geile Sachen machen oder irgendwas Cooles passiert, aber es passiert halt nichts. Deswegen filmen wir mal wieder Essen und zwar haben wir gekocht. Riesig aus. Leute, beachtet das Chaos nicht. Aber Leute, wir haben aus Linsen, also roten Linsen, solche Crossis gemacht, so Hähnchen-Crossis. Die hat Mutti uns früher damals beim Metzger gekauft und jetzt machen wir ja aus Pflanzen selber. Genau, und im Ofen haben wir noch Kartoffeln. Boah, scheiße, hier läuft ja wirklich alles an. Da ist mir aber auch ein Fail passiert. Ich habe mittendrin, als ich die Pfanne runterdrehen wollte, auf Versehen den Ofen ausgemacht. Jetzt waren die auf die Kartoffeln und die Hähnchen-Crossis sind schon fertig. Genau, und man ist immer noch angelaufen. Heute aber morgen haben wir 2 Tage Homeoffice. Vielleicht passiert dann mehr, aber es ist Corona-Zeit. Schaut schon bei dir.
Monat letztens Billie Eilish-Dokumentation gehört. Die Leute, jetzt sind ja wieder Kameraprobleme, aber voll des Monats den Satz beenden. Ich habe die Doku angeguckt auf Apple TV oder so, habe mir extra das Abo geholt, danach gleich gekündigt, so, weil Probetagen, also die Probetage habe ich ausgenutzt und dann habe ich es mir reingeäxt und jetzt bin ich wieder voll im Billie-Fieber und ich höre es jetzt die ganze Zeit, Leute. Finde ich toll, weil ich höre Billie ja sowieso immer. Ich war den ganzen Tag eigentlich nur draußen, bin ein bisschen durch die Gegend gegangen. Oder macht immer 10.000 Schritte Spaziergänge, ja. Bubble Tea holen oder Starbucks oder Kaffee. Nee. Eigentlich nur draußen sein. Ja. So Leute, es ist jetzt Mittwochabend, 20.15 Uhr und das heißt Batida de Coco! Spaß! Bachelor. Bachelorzeit. Wir haben uns jetzt Nudeln gekocht und auch Salat und sitzen jetzt wieder hier auf der Couch und machen uns diesen Mädelsabend. Essen so random aus dem Topf, weil wir keine Stirn sollen. Wir haben jeder eine andere Nudelsorte gekocht. Ja. Wir hatten drei verschiedene Nudeltöpfe jetzt hier. Und jeder hat so andere Voraussetzungen für Nudeln. Ja, so. Nee. Und Marie ohne Ballaststoffe. Nein, ich habe glutenfrei, Leute, weil ist ja auf der Fastenliste drauf. Auch wenn ich mich nicht richtig komplett dran halte. Ich habe irgendwelche Vollkorn gemischt mit irgendwelchen Mais. Monat Maisnudeln, irgendwelche Vollkornnudeln. Und unsere Schwester hat Spinatnudeln, irgendwelche Restposten. Deswegen haben wir mit den drei Töpfen und dreschen jetzt hier so richtig random auf dem Topf. So Leute, ich habe jetzt den Kühlschrank mal rausgewischt. Alle Flächen mal, weil er halt schon echt trotzdem irgendwie dreckig ist. Ich weiß zwar auch nicht, aber wenn Sachen drin stehen, dann wird es halt irgendwann dreckig. Genau, Leute, dann gleich machen wir unseren Einkauf für die 2 Wochen. Und dann nehmen wir euch heute einfach auch mal mit. Wir tun jetzt auch mal die ganzen Kartons im Keller schaffen. Wenn wir irgendwann da Weihnachtsdeko bzw. irgendwelche anderen Sachen da verstauen wollen, haben wir gleich Kartons, wo wir dann halt im Keller stellen können. Die anderen schmeißen gerade noch den anderen Müll weg. Mäuse, Rattenmäuse, Mäuse, Ratten, 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 Mäuse. Ja, hier ist nix. Ich finde das Geräusch im Glas nicht zu befriedigen. Echt? Spatze, was ist das? Das ist weiß, weiß, oder? Und was ist noch drin? 2 Weiße. Oh mein Gott, Spatze, filmen wir ganz. Oh, cute. Ist das schön. Schimmel, Spatze, Schimmel. Warte, und das letzte noch hier. Zack. So Leute, wir sind gerade im Kaufland, kaufen noch viele Sachen ein. Wir kaufen gefühlt immer nur Sachen, die im Angebot sind. So. Das sind ja die absoluten Schnäppchenjäger. Wir gehen immer noch auf die Angebotsjagd, alles andere kommt nicht mit. Jo, und wir machen heute Abend noch selbstgemachte Pizza, deswegen kaufen wir auch dafür ein. Und schauen Germany Fix Top Model, Leute. Ja, ist mal wieder. Es ist nur Trash TV hier, was wir euch zeigen. Aber wir haben jetzt auch erfahren, dass der Lockdown wieder verlängert wird, deswegen ist das der einzige Sinn in unserem Leben. Ja, und weiter wird es weiter und weiter und weiter gehen. Ja. Und Maria hat ihren Style so verändert. Also früher bist du nicht so rumgelaufen, Spatz. Ich bin hier so eine riesen Teletubby. Das ist mein alter Pulli, den ich nicht mehr trage. Ja, und den hat jetzt Marie übernommen. Der ist wirklich, den habe ich auch mal als Kleid getragen. Ja. So Leute, 2 Stunden später. Wir sind mit vollgepackten Tüten zurück. Wir haben richtig übertrieben. Wir mussten in einen 4. Stock jetzt hochlaufen. Wir hatten noch nie so viele Einkäufe. Aber wir haben es geschafft. Wir wollten ja eigentlich einen Food Hall drehen, Leute. Aber bei so viel Menge, dann geht das Video bestimmt 30 Minuten lang. So Leute, wir leben jetzt wieder hier im Saus und Braus. Alles ist voll, lauter tolle Leckereien. Also unser Motto ist, wir gehen einmal in 2 Wochen einkaufen und wir versuchen es wirklich bis zum Anschlag und alles, alle Reste zu essen, sodass wir wieder alles leer haben. So. Leute, dann kaufen wir insgesamt nur 2 Mal im Monat ein. Das ist immer toll, wenn wieder alles schön voll ist. Das klingt krass eigentlich. 2 Mal im Monat klingt ja echt krass, ne? Ja. So Leute, der Food-Content geht in die nächste Runde. Die Pizza ist im Ofen, das Problem ist, Leute, bei uns, ah scheiße, schon wieder angelaufen. Gehe die Böhne nicht mehr hier im Ofen, deswegen sieht man das Essen eigentlich nicht. So Leute, die Pizza ist jetzt fertig. Wir haben nur ein Problem. Germany Six Tomorrow hat angefangen. Wir dachten, wir können mittendrin reinspielen, aber es also reicht halt nicht. Mit der Join-App und was auch immer. Und jetzt müssen wir halt einfach einen anderen Film gucken, ey. Heute beim Umstyling, ey. Super, dass wir mal wieder nicht funktioniert haben. Wir wollen halt nicht mittendrin reingucken, wir wollen von Anfang an. So Leute, wir haben Freitagabend und wir machen heute einen Spieleabend, weil was soll man auch anderes machen? Und zwar spielen wir Exit, also ein Exit-Spiel. Das ist mein allererstes, ich habe vorher noch nie eins gespielt und zwar ist es die Geisterbahn des Schreckens. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Genau, Leute, dazu haben wir Snacks und zwar Hummus und Gemüse, aber auch selbstgemachten Hummus. Dann hier so eine süße Platte mit ein paar Reiswaffeln und so einem veganen Nutella-Aufstrich und ein paar Kekse. Und dann noch was zu trinken. Das ist zwar nur Apfelsaft, Leute, weil wir fasten ja alle Alkohol und deswegen gibt es hier nur Apfelsaft und Wasser. Und jetzt kommt Kinder zum Spieleabend. Ah, die Leute,
ein neuer Tag, ein neuer Spaziergangtag, und zwar mit Samstag, und sind jetzt mal wieder ein bisschen spazieren, wieder einen neuen Spot auschecken hier. Und das sind einige Menschen hier am Sporteln und am Activity betreiben. Genau. Basketball, irgendwelche Frisbee-Spiele, irgendwelche Workout-Menschen. Ja, Aachen, das hat 5 Grad, wir sind hier unterwegs, aber blauer Himmel und Sonnenschein, richtig geil. 13,50 bitte. So Leute, wir sitzen jetzt hier in der Sonne und haben uns Kuchen geholt, und zwar einen Zitronenkuchen, also ich mir, und dann noch so einen, ich denke mal mit Heidelbeere, so einen dunkle Beere halt einfach. Mona hat sich auch einen Zitronenkuchen geholt. Der ist schon weg. Ja. Und dann Leute noch einen Kaffee. Dann genießen wir jetzt hier einfach in der Sonne. Show, Leute, wir machen gerade einen Abstecher in der Giftbox. Und zwar haben wir euch auch was zu erzählen. Und zwar sind wir ein Team, Leute, der Giftbox. Wir müssen was droppen. Genau, und zwar ist das so eine Giftbox in. Wo ist denn das ungefähr? Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, also wenn ihr Giftbox. Ja, sag mal, das ist mit einem Aufblick. Ja, hier ist halt der Turm. Ja. Aber wenn ihr Giftbox auch macht, eingibt Nürnberg, kommt ja nicht genau die, weil es gibt nur eine. Und zwar sind wir da in dem Team drin, dass wir immer regelmäßig mit aufräumen. Ja. Und so halt kontrollieren, dass hier alles ordentlich ist. Wir haben zwar heute keinen Dienst, aber wir schauen hier so oft rein. Ich bin so froh, ob wir welche geilen Sachen finden, weil da haben wir Klamotten, ja. Bücher. Wir haben da auch schon geile Sachen entdeckt, Leute, die wir mitnehmen werden. Und zwar ist eine blaue, süße Schüssel. Das Ding ist, wenn wir die Nase voll von Sachen haben, stellen wir es dann ja auch rein, weil wir sind hier auch im Team drin. Und müssen halt so... es gibt verschiedene Leute, die das hier kontrollieren, und dann ist es halt immer abwechselnd, wer jetzt wann dran ist, und wir sind nächste Woche wieder dran. Dann müssen wir halt so kehren, schauen, dass hier keine unkorrekten Sachen drin stehen, und dann sind wir halt jetzt endlich mal sozial engagiert, oder? Ja, ich find's richtig geil, ey. Die Sonne scheint auch gerade so schon rein. Ja. Wir haben ja auch extra das Dach so durchsichtig gebaut, dass man hier auch immer reingehen kann, auch wenn es nachts ist, weil dann ist hier da eine Laterne. Genau. Genau, ist einfach richtig gut gemacht. Ja. Ich hab, du hast doch keine Zwinge. Nein, ich weiß nicht, wo der ist. Nein, die dürfen wir mit der Schere wird nichts gemacht. Das wird abgerissen. Das schafft nicht. Schafft nicht. Mach doch die Schere tief. Dann reißt den ganzen Ast noch ab. Das ist doch schlecht. Und da haben wir es dann. Aber am besten hinten den ganzen Ast, oder nicht? Ja, aber da haben wir es dann Ding gemacht. Schön. Das ist dann wo brauchen wir noch? Und die kommen da jedes Jahr mehr. Kommen da jedes Jahr wieder neue raus, weil wenn wir alles abreißen, da wächst doch nichts nach, oder? Alle Jahre also. Hi Omi! Hallo Omi! Wir sind in der Nähe von dem Berg direkt. Ja. Nein. Wir sind schon seit gestern da. Hi Omi! Wir dachten, wir wollen auf sind wir ja. Schon wie, komm, wir holen. Mone, was willst du trinken, ja? So Leute, das ist die Ausbeute von Omi, und zwar ein paar Äpfel, weil Omi hat ja ihre eigenen Äpfelbäume und tut die dann über Winter quasi dann immer bei sich lagern, und da haben wir jetzt welche mitgenommen. Dann noch einen Schürzer, oder wie nennt man das, eine Kochschürze, Leute, damit ich beim Kochen mich schön kleiden kann. Genau, und dann haben wir noch so eine Vase, und die haben wir beim Spaziergang genommen. Wie heißen die denn? Katz? Mama, wie heißt die nochmal? Palmkätzchen, genau, und da können wir ein paar Ostereier noch dran machen. Hey Leute, ich melde mich mal wieder zurück, und zwar ist gerade eine Freundin hier, und wir machen gerade Summer Rolls. Also sie versucht, welche gut zu rollen, so Spaß, das kriegt sie auch ganz gut hin. Und so haben wir auch vorigen Nachmittag haben wir Zimtschnecken gebacken. Und die sind echt krass geworden, ne? Und ich finde die auch Hammer. Wir haben die jetzt mal vegan ausprobiert, vorher hatten wir die immer unvegan, und die schmecken genauso gut. Ich bin gespannt, und ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen, und jetzt als Belohnung nach dem harten Arbeitstag erstmal richtig geile Zimtschnecken. Das ist so typisch Lockdown 2.0. Die sind auch noch richtig warm, oder? Ja, die haben wir so um 16 Uhr gemacht, also 2 Stunden später, wir haben die halt im Herd stehen lassen, im Ofen. Jetzt probiert mal rüber die Zimtschnecke. Ich mache Schmatz mal wieder. Sorry. Sagst du Spatz? Ist sie nicht gar so zimtig? Ja. Aber Konsistenz, alles mega geil. Ja. Hi Leute, wir haben jetzt eine Woche lang nicht mehr gefilmt, weil wir einfach nicht mehr wissen, was wir euch überhaupt noch zeigen sollen, weil einfach jeder Tag gleich langweilig ist. Man versucht zwar trotzdem das Beste draus zu machen, aber Wetter ist aktuell auch nicht so geil, deswegen man chillt halt einfach nur zu Hause. Und die Wohnung geht halt auch nicht mehr voran, Leute. Ich meine, kann keine Fortschritte mehr zeigen, weil aktuell auf eBay gucken wir nicht mehr so. Wir wollen einfach mal wieder ins Sozialkaufhäuser gehen, deswegen der Stand der Wohnung ist einfach immer noch das gleiche. Ich bin absolut unzufrieden, weil einfach nichts vorangeht so. Aber man kann es ja jetzt aktuell nicht ändern, deswegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt heute mal die Kamera rausgepackt, und zwar habe ich jetzt eine App für mich entdeckt, Leute, und zwar
interessiere ich mich schon länger für so Lebensmittel retten bei irgendwelchen Supermärkten und so. Und ich habe auch schon mal versucht, irgendwie zu containern. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, da gehst du halt zum Supermarkt an den Mülleimer und machst quasi die Klappe auf und schaust, ob du irgendwas rausfischen kannst und retten kannst. So. Aber es hat irgendwie nicht so geklappt. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine andere App für mich entdeckt, und zwar Too Good To Go. Und zwar machen da manche Cafés, Restaurants mit, und zwar immer am Tagesende kann man da die Sachen günstiger kaufen. Und ich habe jetzt einfach mal was ausprobiert, und so bei Starbucks, Leute, da fahre ich jetzt gleich hin und hole so eine Tüte ab. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich hoffe, ein paar vegane Sachen. Wenn nicht, ist heute eine Freundin beim Mona da. Die kann dann die unveganen Sachen essen. Oder ich nehme es dann morgen in die Arbeit mit, dann können es dann meine Kollegen so essen. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil es mir hat schon in den Fingern gegribbelt, einfach zu wissen, wie das Feeling ist, wenn du da hingehst. Die Tüte da, diese Überraschungstüte dann bekommst für einen günstigeren Preis. Du weißt nicht, was drin ist. Und genau, das ist so mein kleines Highlight heute. Die hole ich jetzt gleich mal ab und dann halte ich euch auf dem Laufenden. So Leute, das sind jetzt die Errungenschaften. Und zwar einmal so ein veganer Apfelkuchen. Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das werde ich nicht essen. Das wird die Freundin von Simone essen. Und Leute, hier noch was. Also ich dachte, ich kriege eine ganze Tüte voll Essen. Aber das waren jetzt die Errungenschaften für 3,50. Jetzt geht klar. Genau, das ist ein veganes Falafelbrot. Das läuft heute ab und ja, zwei geile Sachen und das gebe ich ab, Leute. Hi Leute, ich melde mich auch mal wieder zurück. Und zwar bin ich seit 2 Tagen wieder aus Berlin zurück. Ich habe ja dort Alicia besucht und es war total toll. Ich lieb's. Wir haben eigentlich nur rumgeschlemmert, sind spazieren gegangen, haben Fotos gemacht und ganz viel getalkt. Auf jeden Fall habe ich das mal wieder gebraucht, Leute, den Tapetenwechsel. Auf jeden Fall ist jetzt gerade die Lage, dass ich ein Praktikum mache bei einem Blumenladen, weil ich muss noch für die Uni ein Praktikum nachholen. Und das mache ich jetzt. Es muss halt so ein kreativer Beruf sein und da geht halt auch Blumenladen. Auf jeden Fall bin ich jetzt in so einem süßen Blumenladen drin. Mache halt da aber ein paar Sträuße, Kränze und man kann sich halt voll kreativ ausleben. Auf jeden Fall habe ich auch für unsere Wohnung einen süßen Kranz gemacht, so einen Osterkranz, weil aktuell ist jetzt auch die Osternzeit. Und den will ich euch jetzt mal zeigen, weil ich finde ihn total toll. Ist natürlich halt kitschig so, aber wir lieben Kitsch. Aber ich hoffe, das Licht ist eigentlich ganz angenehm. Und zwar ist das der Kranz. Oh nee, es ist voll dunkel. Naja Leute, ich hoffe, ihr könnt trotzdem was sehen. Hier ist halt so dieser Schmetterling, so richtig schön kitschig mit Blümchen, Federn. Dann so 2 süße Spätzle und hier ist auch noch frohe Ostern und halt noch so ein Kraut und so Eierschalen. Genau, den habe ich für unsere Wohnung gemacht. Mega süß. So Leute, wir vloggen mal wieder, und zwar ist bei uns jetzt gerade die Spülmaschine, irgendwie der Schlauch kaputt. Undicht, Leute. Und da ist gestern Wasser ausgelaufen, sind zur Date gekommen und der repariert sie zum Glück. Vor allem sowas passiert immer so random. Wir haben nichts gemacht, wir stoßen nicht dagegen, gar nichts. Es war einfach feucht. Plötzlich und wir waren so, ist da ein Loch drin, das kann mir keiner erzählen. Naja, auf jeden Fall, es steht heute noch andere Sachen an, und zwar wollen wir heute unseren Balkon bepflanzen. Ja, weil jetzt kommt der Frühling und jetzt pflanzen wir die ganzen Sachen an. Ja, mit Kräutern und so, und da fahren wir heute in so einem Pflanzengeschäft mit unserer Mama. So um die Ecke mit Mutti, weil Mutti hat einen Gründer. Ja, genau, und die kennt sich halt aus und so. Und unser Dad geht dann zum Baumarkt und besorgt da noch ein paar Sachen. Und dann Dübel für die Wand. Rüsten wir heute mal den Balkon auf und wir dachten, wir nehmen euch mal wieder mit. Das wird wahrscheinlich der letzte Tag für diesen Vlog sein. Das ist das Spannendste, was in dieser Woche passiert. Ja. Ja, so Leute, wir sind zum Blumengeschäft angekommen und hier gibt es auch so Koi-Karpfen und ich denke mir so, Alter, wie riesig die ausschauen. Die kommen in der Kamera nicht mehr so riesig rüber, ey, Wahnsinn. Richtig dicke, fette Karpfen, Koi-Karpfen halt. So Leute, das ist gerade unsere beiden Einkaufswagen, hier die ganzen Kräuter. Da hinten die Kräutererde. Leute, wir freuen uns schon, wenn wir dann im Sommer die ganzen Salate machen und das alles schön ernten können. Wow. Leute, das finde ich voll toll, so essbare Blumen, wenn man im Sommer Salate macht oder irgendwelche süßen Brote, das drauf zu tun. Aber es kostet 13 Euro, ist schon echt eine Hausnummer. So Leute, es war jetzt gerade alles so hektisch und stressig, und zwar habe ich jetzt gerade Kräuter und so besorgt für unser Kräuterbeet auf dem Balkon. Ja. Weil ich bin die Kräuterhexe und darum kümmere ich mich. Aber wir haben gerade das hier gefunden, warum das ist das? Süße Vogeltränke, Leute. Und wir sind da so ähnlich. Wir wollen ja nichts Neues kaufen, nur die Pflanzen halt so. Aber die so Idee. Töpfe sehen wir nicht ein, weil die kannst du im Sozialkaufhaus kaufen. Müssen wir aber auch. Die Idee finde ich voll schön und an sich vom Muster wäre es auch eigentlich voll süß. Aber so für Vögel wollen wir auf jeden Fall. Eine süße Vogeltränke. Ja. Wir wissen zwar nicht, ob bei uns dann im Vögel kommen, aber für uns ist das Feeling, Leute. Sind meistens so eklige Tauben bei uns auf dem Balkon. Ja.
Aber wir wollen auf jeden Fall sowas machen, aber auch für Bienen ganz viele Blumen anpflanzen. Die dicken, ekligen Stadttauben, ey. Ich habe noch was heimlich in den Einkaufswagen gelegt. Vegane Fruchtsaftbeeren. Die sehen voll lecker aus. So Leute, hier im Schleidholzbus wird schon absolut umgetopft und eingepflanzt. Und wir essen hier unseren veganen Döner. Hier mal in der Aufnahme. Riecht geil aus, Leute. So Leute, hier sind jetzt die ganzen Kräuter drinnen. Wir haben sie auch vorhin schon mal draufgestellt, aber wir müssen die halt noch richtig festbinden, weil heute windet es richtig krass, nicht, dass sie dann runterfallen. Aber es sieht schon richtig süß aus. Leute, wir wollen jetzt gerade hier an die Wand was montieren, aber guckt euch mal die Wände an. Das ist der Wahnsinn, ey. Wir haben gar keine Chance, hier dagegen anzukommen. Leute, wir wollten gerade zum Einkaufen fahren und dann ist uns irgendein Mist hinten draufgebrettet. Jetzt mussten wir die ganzen Daten austauschen, sind jetzt wieder zurück zur Wohnung gefahren und fahren jetzt mit Mones Auto. Leute, seht ihr hier den ganzen Spaß, ey. Warum wir, ey. Wir wollten nämlich einen Fußgänger drüber lassen, waren halt bei der Rewe-Ausfahrt. Und hat die Person das nicht gesehen und ist hinten draufgeprescht. So Leute, wir sind jetzt vom Einkauf zurück. Das mit dem Auto wird sich jetzt hoffentlich nächsten Tag klären. Wir haben unseren Dad mit eingeschaltet. Das floppt. Ja, der macht die ganzen Versicherungssachen. Hammer. Auf jeden Fall haben wir nur noch eingekauft und haben uns jetzt Essen gemacht. Und zwar Couscous-Salat und einfach normalen Salat. Und wie nennt man das? Endivien-Salat? Ja. Genau, Leute. Heute mal gesund ein paar Vitamine wieder reinholen. Gefühlt hat sich der ganze Vlog nur um Essen gedreht. Naja, das ist die Quarantänezeit. Ne? Naja, auf jeden Fall, Leute, hoffen wir, euch hat dieser XXL-Vlog gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein. Und dann sagen wir tschüss. Ciao.